So, jetzt können wir uns entspannen und gucken mal, was hier zum Entspannen gedacht ist. Oh, Mensch. Jupp, okay. Ich bin total entspannt. Wow. Wow. Ich bin mega entspannt. Yay, nein. Yay, ja. Hui. Oh, das war entspannend. Na, geh in die Tür, geh in die Tür. Danke. Wow, ich bin immer noch mega entspannt. Oh, das ist. Wow, ist das entspannend. Wunderschön. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das kriege ich nicht hin. Da muss ich jetzt echt mal über. Wow. Da muss ich erstmal überlegen, wie das gehen könnte. Ich glaube, von je weiter unten man hoch. Ja, okay. War dann doch nicht so schwer. Juhu. Nein. Nein. Juhu. Nein. Juhu. Tötet mich das? Nein. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Nach allen Erfahrungen, die ich bisher mit dem Feuer und Lava gemacht habe. Juhu. So. Oh mein Gott. Ich bin mächtig entspannt, wenn ich solche Dinger sehe. Da kommen böse, sehr böse Kaizo-Erinnerungen hoch. Aber so richtig, warum ist da oben so eine Lücke? Einfach designtechnisch. Okay, da oben ist so ein Gitter, da will ich gerne rein. Oh, ich glaube, da will ich nicht nur rein, da muss ich rein und eine gelbe Shell mir holen. Wow. Das muss ich mir jetzt erstmal wieder angucken. Uah. Ich sehe schon, komm, ich verselbstate mich gleich. Aber die da unten brauche ich nicht mehr. Die kann eigentlich, die kann, glaube ich, weiterlaufen. Das gucke ich mir jetzt mal ganz kurz an, ob ich die nochmal irgendwie bräuchte. Nee. Okay. Nein. Nein. Hui. So, geh kaputt. Geh kaputt. So. Alles klar. Wofür brauche ich jetzt den Panzer? Gar nicht. Dann tschüss. Okay, ich kann über die braunen Blöcke, aber über die roten nicht. Und irgendwann dreht sich's um. Nein? Okay. Hätte sein können. Oh Gott, unter Wasser. Ich hasse unter Wasser. Und dann auch noch solche. Das ist das Ziel. Das ist cool. Ich sehe das Ziel. Das gefällt mir. Ich sehe aber auch den Tod. Das gefällt mir nicht. Den Tod sehe ich sehr ungern. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, geht weg. Danke. Das ist sehr freundlich von euch. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich habe jetzt absichtlich ein Safe State gesetzt. Ja, das ist das Ziel. Ich möchte nur ganz kurz gucken, was da hinten ist, weil da sind Kanonen und so. Da ist nämlich auch eine Röhre. Ist das der normale jetzt? Das dürfte das normale Ende jetzt sein. Also das normale Geisterschiff, wenn ich mich nicht irre. Das ist in der Tat entspannend. Jetzt passt der Levelname. Wobei es war eigentlich entspannend. Es war jetzt nicht schlimm. Es war schön. Sehr schön. Juhu. Juhu. Das scheint. Oh.
Jetzt tue ich lieber mal nicht Save-Staten. Leben! Kein Leben! Kein Leben! Leben! Das ist jetzt dann doch verändert gewesen. Wow! Nichts verändert, okay. Aber wir können jetzt mit Yoshi fliegen. Jetzt will ich wissen, ob der Secret Exit da oben da ist. War da oben nicht immer so ein Secret Exit? Oh, verdammt, ich dachte, da war immer so ein Secret Exit-Gedöns. Das war woanders. Nein! War da hinten nicht gleich das Ziel? Es wird gerade etwas zeitlich eng und so. Aber nur so ein bisschen. Nein, da hinten ist das Ziel, ich weiß es. Jetzt ist das Fliegding weg. Ohne das Fliegding kann ich es knicken. Okay, wir wollen direkt hier durch. Wir gehen nicht über los. Eieieiei. Gut mache ich das, wirklich. Supi. So. Das brauche ich, sonst komme ich nicht mehr ins Ziel, falls das doch da hinten ist, wie es sein sollte. Tatsächlich ist es noch da. Okay. Der Level hat 2 Ausgänge, ist aber nicht rot. Ja, es war jetzt nur Interesse halber. Hat mich das... Wollte ich wissen, was passiert. Chalos Inc. Ende. Das gucken wir uns dann im nächsten Video an. Danke fürs Zuschauen.